Haha, heute alles im Liegen. Und total entspannt. Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Heute machen wir einfach nur 5 Minuten entspannen. Wichtig finde ich dabei, dass man ja am besten die Klingel daheim ausmacht, dass man das Telefon aushängt, dass man das Handy ausmacht, dass man sich einfach mal 5 Minuten Zeit nimmt, nur für sich. Alles, was einen stört, einfach ausschalten. Ja, okay, das Video sollte schon anbleiben, gell? Also das wäre schon wichtig. Ich will kurz beschreiben, was wir machen. Wir machen nicht wundern, also wir machen so eine kleine Atemübung. Da erkläre ich so ein bisschen was, wie wichtig eigentlich die Atmung für unsere Verspannungen, auch für den Rücken sind. Und das ist so ganz spannend, wenn man das mal so versucht zu verstehen und nachzuvollziehen. Deswegen, wir machen eine leichte Atemübung, um so ein bisschen Tiefenentspannung reinzubekommen und auch so ein bisschen den Brustkorb zu entleeren. Bitte einfach mal vertrauen, bitte mal ausprobieren, so im Kopf einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja, und dann machen wir so ein bisschen, das nennt sich progressive Muskelentspannung. Das bedeutet, dass wir erst die Muskulatur bewusst extrem anspannen und dann auch extrem loslassen. Weil das ist etwas, das fehlt uns im Alltag, dieses Anspannen und Loslassen. Im Alltag sind wir immer nur angespannt, nicht losgelassen. Und das müssen wir so ein bisschen üben. Und deswegen ist das auch so ein bisschen sehr Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man versteht, dass man den ganzen Tag unter Anspannung ist, dass man dann auch mal loslassen kann. Und wenn man das trainiert, dann hilft einem das wirklich auch im Alltag. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an. Wir bleiben direkt im Sitzen oder im Liegen. Wir legen uns einmal auf den Rücken und fangen ganz harmlos an. Wir stellen die Füße auf, atmen ruhig und tief und lassen die Füße aufgestellt. Das Becken ist fest im Boden. Und jetzt hätte ich gern einfach die Augen geschlossen. Wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus. Jeder so für sich, so 10 Atemzüge. Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Atemvolumen von daher und auch eine Atemgeschwindigkeit. Von daher mache ich das nicht vor, sondern jeder atmet für sich tief ein und tief aus. Tief ein und tief aus. Jawohl. Wir atmen immer durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wenn wir unsere Hände auf den Rippenbögen haben, dann merken wir, wie der Brustkorb sich hebt und senkt. Und ich möchte jetzt, dass wir die Bauchatmung ein bisschen mehr aktivieren, dass wir in den Bauch hinein atmen und in den Bauch hinaus ausatmen. Und jetzt atmen wir 1 Sekunde länger aus, als wir einatmen. Dann leert sich über die Dauer so ein bisschen mehr der Brustkorb und das führt dann hier oben zu einer größeren Entspannung. Also 1 Sekunde länger ausatmen als einatmen bedeutet, wir zählen die Sekunden des Einatmens und zählen die Sekunden des Ausatmens und zählen dabei 1 Sekunde länger. Jeder für sich wieder. Tief ein und tief aus. Tief ein und aus. Je intensiver man das macht, umso mehr merkt man, dass der Brustkorb sich wirklich entleert, dass die Schultern tief fallen. Wir nehmen jetzt die Hände neben den Körper. Wir strecken beide Beine aus. Wir lassen die Füße wegfallen und jetzt fangen wir an mit der Hüfte. Das heißt, wir lassen ein Bein schweben. 15 Sekunden. Und wenn es nur 10 sind, ist auch okay. Einfach mal die Spannung spüren. Spannung in der Hüfte, im Oberschenkel, im Bauch. Einfach mal spüren. Wichtig ist jetzt bei der progressiven Muskelentspannung, dass wir das Lösen spüren. Wir lösen, lassen den Fuß wegfallen. Und wir spüren nach. Andere Seite. Halten. Schweben lassen. Ruhig atmen. Wir lassen fallen und spüren nach. Nochmal die andere Seite. Halten, Spannung spüren, Spannung spüren, lösen und nachspüren. Wir nehmen die andere Seite nochmal, schweben lassen. Und wir lösen und spüren nach. Wir nehmen uns jetzt den Kopf, wir nehmen den Kopf in die Hände und ziehen den Kopf von der Matte. Oder wir lassen den Kopf einfach schweben
und halten ihn hier. 15 Sekunden. Das ist ein bisschen unangenehm, deswegen biete ich auch immer an, dass man den Kopf halten kann. Wir lösen. Und wir spüren nach. Das Ganze wiederholen wir nochmal. 10 Sekunden, 15 Sekunden kurz über der Oberfläche schweben lassen. Und wir setzen wieder ab und spüren nach. Ganzen Körper einfach ruhig entspannen, tief und ruhig atmen. Ja, was wir jetzt machen, jetzt haben wir die Halsmuskulatur so ganz bewusst mal locker gemacht. Ich hätte jetzt gern, dass wir den Kopf in die Hände nehmen und das Kinn auf die Brust ziehen. Den Kopf wirklich ganz schwer machen und einfach auf die Brust ziehen. Ruhig und tief atmen. Wir lösen mal kurz, wir ziehen mal die Ellenbogen ganz auf. Spüren nach. Ich möchte das gerne noch einmal machen. Jetzt klappen die Ellenbogen wieder nach oben und ziehen das Kinn auf die Brust. Wir atmen ruhig und tief. Und wir lösen. Wir ziehen die Ellenbogen wieder auf. Sehr schön. Okay, wir rollen uns einmal richtig zusammen. Wir ziehen die Knie richtig zu uns ran, machen so ein kleines Päckchen. Und dann kann man so ein bisschen vor und zurück rollen, wer möchte. Einfach auf dem unteren Rücken mal ganz locker vor und zurück. So eine kleine Massage für den unteren Rücken. Ganz entspannt. Jawohl. Ganz locker. Tief und ruhig atmen, einfach mal genießen, mal für sich die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen. Wir sind den ganzen Tag immer so gehetzt. Das können wir hier mal abstellen. Wir wippen einmal hoch, kommen in den Sitz. Ja. Und ich hoffe, ein bisschen gelöster und ein bisschen entspannter. So kann man die Woche ausklingen lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Thank you.